und für die interessanten Eröffnungsworte. Ich bin weder Papst noch Professor. Ich arbeite beim Bundesamt für Bau und Logistik, und wenn ich sehe, wenn das der Alltag eines Professors ist, und angesichts meines Bauchgefühls, das ich jetzt gerade habe, dann verzichte ich auch gerne darauf. Ich könnte es auch nicht, abgesehen davon. Apropos etwas nicht können, ich bekam, als ich diesen Vortrag vorbereitete, bekam ich ein Telefonat von einem Repräsentanten der agilen Beschaffung. Der hat dann mit mir angefangen zu diskutieren und wurde dann immer hitziger, und es war eine richtig schöne Diskussion, das kam so richtig agil rüber. Und am Schluss hat er gesagt: Herr Fetz, bringen Sie den Vortrag so agil, dass die Fetzen fliegen. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich das nicht erfüllen kann, nicht mal ansatzweise. Ich möchte Ihnen aber gerne, und das ist eigentlich mein Wunsch, einen Werkstattbericht geben, in dem ich Ihnen zeige, was in der öffentlichen Verwaltung alles so verbrochen wird, indem wir versuchen, agile Modelle umzusetzen. Das ist insofern eine Weiterführung der ersten Konferenz, wo man das andiskutiert hat. Also das eine oder andere mit Ihnen vielleicht, wenn Sie damals schon da waren, bekannt vorkommen. Aber es hat sich doch auch einiges weiterentwickelt. Was ist mein Leitführer durch diese Präsentation? Es ist eine ganz einfache Darstellung, wo man sieht, okay, man sucht Lösungen, man sucht sich einen Partner, der diese Lösungen umsetzt. Es geht in die Realisierung und später fragt man sich, vielleicht will man auch noch eine Partnerschaft, die weiter wird. Die klassische Beschaffung, wie wir sie kennen, die hat einen Vorlauf. Entweder gibt man Lösungen vor oder man erarbeitet diese Lösungen auch im Rahmen einer WTO, also einer Beschaffung, einer Ausschreibung. Gibt am Schluss den Zuschlag an denjenigen wirtschaftlich günstigsten Angebot, der fängt dann mit der Realisierung und dann ist er eigentlich ein bisschen fertig. Weil wenn ich dann weiter mit ihm kutschieren will, dann brauche ich so, mache ich das, muss ich eine freihändige Vergabe machen. Für das brauche ich Gründe, gesetzliche Gründe, dass ich das kann. Das ist letztlich geschehen, da muss ich eine Unterschrift geben für einen 22 Millionen Freihändler. Da hatte ich auch wieder dieses Bauchgefühl, das ich jetzt habe. Wir kamen dann bei einzelnen Fällen schießen wir auf Probleme. Und zwar, wir haben eine WTO durchgeführt, zweistelliger Millionenbereich, ein Riesenaufwand für alle Beteiligten. Am Schluss hatten wir unseren Zuschlagsempfänger gefunden, haben ihm gesagt, jawohl, du hast es, und dann ging er zurück über die Bücher, kam zu uns und sagte, danke, aber ich kann es nicht. Ich habe jetzt endlich verstanden, was ihr wollt, und das kann ich nicht. Und ganz sicher nicht zu diesem Preis. Also wenn man ein langes Verfahren macht, bis man einen Partner findet und kurz vor Schluss merkt er, das kann ich nicht. Ja, also schlimmer ist es, wenn es in einem Privatleben so passiert. Aber auch hier war es insofern schwierig, weil wir hatten natürlich eine große WTO durchgeführt und das Projekt war leicht in der Schieflage wegen der Zeit. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir das lösen? Also zuerst haben wir gefragt, wie kommen wir da raus? Das ist eine Geschichte für sich. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wie können wir Lessons learn für die Zukunft. Und dann kam die Idee, eigentlich ist doch das ein Problem, gehen wir zurück auf diese vier Blöcke, eigentlich ist das dann ein Problem der Realisierung, oder? Das stimmt nicht ganz, weil es war nicht in der Realisierung, es war eigentlich darin, dass er die Lösung, die er uns vorgestellt hat, dass die nicht dem entsprach, was wir wollten. Also ist das Problem eigentlich vorne, dass wir uns nicht verstanden haben, dass es fehlt im gegenseitigen Verständnis. Was hat man gemacht? Man hat im gleichen Projekt, hat man wieder neu angefangen, hat eine Ausschreibung gemacht, wie wir das dürfen und müssen, hat funktional ausgeschrieben, hat gesagt, das sind die Funktionen, die das Teil erfüllen können, muss, und hat nachher gesagt, wir hätten gerne von euch Lösungsvorschläge, von mehreren. Die haben uns Lösungsvorschläge gegeben und dann haben wir einen Dialog eröffnet. Ein Dialog, gegenseitig miteinander kommuniziert. Das Ganze muss natürlich transparent sein, da kommen wir schon auf das Spannungsfeld. Und dann hat man das in mehreren Phasen gemacht, also mehrere Dialoge. Und am Anfang hat man miteinander über das Grobe diskutiert, dann wurde es tiefer und am Schluss hat man noch die Einzelheiten miteinander durchdiskutiert.
ging relativ schnell. Wir haben es also tatsächlich geschafft, in 4,5 Monaten das Verfahren durchzuziehen. Und es hat gewisse Vorteile. Sie erarbeiten miteinander die Lösung iterativ und Sie können allfällige Probleme, die sich in der Realisierung stellen würden, schon in dieser Phase, in der Auswahlphase, miteinander erkennen und besprechen und in der Auswahl berücksichtigen. Das ist der Dialog. Ich habe seit daher nichts mehr gehört von diesem Projekt und nehme an, das ist ein gutes Zeichen. Der Projektleiter ist auch hier, er sagt nichts, gut, das läuft. Was ist das Problem hier beim Dialog? Der Dialog ist nicht konzipiert für kleine Projekte. Er braucht viel Aufwand, beiderseitig. Man muss miteinander diskutieren, was mit diesen Lösungen, in dieser Lösungsdiskussion passiert, ob man die weitergeben darf oder eben nicht. Und, also in Intellectual Property muss man diskutieren, und, finde ich, ein Erfolgsrezept ist auch, man muss über die Vergütung in dieser Phase diskutieren. Wen vergütet man für diesen recht großen Aufwand in dieser Phase? Dann ging es weiter. Dann hatten wir einen anderen Fall, und da hatten wir, das ist wahrscheinlich Ihnen auch nichts Unbekanntes, mit dieser Kostenexplosion. Hier war es ein bisschen anders, der Zuschlagsempfänger hat durchaus gesagt, ja, ich kann das, hat angefangen und war da voll drin. Und irgendwann hat er gesagt, ja, das wird jetzt ein bisschen teurer. Weil ich habe gemerkt, ja, da brauchen wir noch das und dies und das. Und das wollten wir auch nicht unbedingt. Können Sie sich ja vorstellen, das sind ja jede Steuergelder. Da haben wir uns gefragt, wie gehen wir mit dem um? Und um das wieder zu lokalisieren, wohin gehört das eigentlich? Das ist jetzt wirklich ein Problem in der Realisierung. Der ist in der Realisierung drin und jetzt wird es einfach zu teuer. Wir hatten Mittel, die wir schon kannten, wir hatten das Auswahlverfahren, die Realisierung. Wir haben mit Optionen gearbeitet oder arbeiten mit Optionen. Man hat einen Grundauftrag gemacht und Optionen. Und aus diesem Fall haben wir gelernt und haben neu angefangen, das muss man natürlich ankündigen in der Ausschreibung, neu angefangen und haben gesagt, ja, wir machen einen kleinen Grundauftrag, nämlich das Detailkonzept, nur das Detailkonzept. Und dann schauen wir weiter. Also hinten kommt eigentlich der ganze Klumpen und versuchen so eigentlich die ganze Kostenfrage in den Griff zu bekommen. Also man hat eine Art Notbremse, wo man die finanziellen Folgen einigermaßen im Griff hat. Dieses Modell hier nennen wir das Baumgartner-Modell, das ist ein interner Mitarbeiter von uns, der heute auch Referent ist und Ihnen dann vielleicht noch etwas vertieft dazu sagen wird. Was ist hier der Nachteil? Der Nachteil hier ist die Bewertung. Die Bewertung. Sie haben natürlich die Option, weiß man, das durch, die bekommst dann, wenn alles gut geht, aber sie fließt dennoch schon in die Bewertung ein und hat dadurch eine Auswirkung auf ihr Pricing der Anbieter. Also da war mal schon eine erste Knacknuss, wie wir das machen konnten, haben wir, glaube ich, einigermaßen im Griff. Dann kam aber schon die nächste Frage, können wir alles optional machen? Also ich mache einen Zuschlag auf nichts. Also nicht ganz nichts, auf die Hoffnung, dass es dann kommt. Und dann wird es ein bisschen schwierig da bei diesem Beschaffungsrecht, aber auch hier sind Entwicklungen im Gang. Das nächste war dann diese Nachträge. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen richtig kompliziert. Und wir haben Projekte, wo man hinten in der Realisierung einfach unsichere Rahmenbedingungen hat, also die ändern sich vorzu. Man hat Schnittstellen zu anderen Projekten, unter den Projekten untereinander, man hat große Programme. Und wie macht man das? Also die Dinge entwickeln sich gar nicht so, wie beim Zuschlag eigentlich gedacht war. Wie gehen wir damit um? Und wenn man die lokalisiert, dann kann man sagen, das hat etwas wirklich auch mit der Realisierung zu tun. Es entsteht in der Realisierung. Aber das Problem liegt eigentlich auch wieder bei den Lösungen. Wenn ich vorne die Lösung fixiere, dann bin ich hinten nicht mehr agil. Und darum hat man jetzt angefangen, also einzelne Projekte haben angefangen und sagen, wir machen sogenannte Sprints nach dem Zuschlag. Das kennt ihr vielleicht von der Methode Scrum. Also hier wird à la Usain Bolt in 2 Wochen jeweils immer wieder miteinander definiert, wie man weitergeht. Und erst dann wird konkretisiert, wie das abläuft, in kleinen, schnellen Gruppen. Das Ziel bleibt dasselbe, das hat man vorne bekannt gegeben. Aber die Ausgestaltung geht dann sehr kurz in Einzelsprints.
Um das zu machen, hat man natürlich auch wieder mit Grundauftrag Optionen arbeiten müssen und hat dann zusätzlich sogar noch gesagt, ja, wir nehmen einen Zuschlagsempfänger, machen mit dem den ersten Sprint. Wenn es dann nicht gut geht, behalten wir uns vor, den zweiten oder den dritten zu nehmen. Die waren immer noch im Rennen. Auch hierzu werden Sie heute Nachmittag etwas hören, und zwar in dem Workshop, wo ich auch drin bin, das ist eine kleine Werbung von unserem Blog, sorry für die Kollegen, hat den Vorteil, dass Sie wendig sind, Sie bleiben flexibel und naja, Nachträge im Griff hat man nie, auch vielleicht ein bisschen besser als vorher. Dann gingen wir ein bisschen weiter und gesagt, ja, jetzt haben wir endlich den, den wir wollten und würden gerne mit ihm weiter kutschieren. Und das ist ja eigentlich, wenn Sie in der Logistik sind, das ist ja das A und O, dass Sie längerfristige Partnerschaften eingehen. Das Beschaffungsrecht sieht das eigentlich nicht unbedingt vor. Das sagt, jedes Mal ist ein neues Game, hier wird wieder ausgeschrieben, es muss Wettbewerb herrschen und Transparenz. Wie gehen wir damit um? Wir haben ein Modell, das sich Technologiepartner nennt, und das ist natürlich wirklich eine in der Phase der Partnerschaft, hat aber auch vorne in der Auswahl eine Relevanz. Das heißt, wir machen Rahmenverträge. Wir machen Rahmenverträge und rufen dann aus diesen Rahmenverträgen jeweils ab. Der Rahmenvertrag ist ausgeschrieben und transparent. Dann ruft man später ab und hat so eine längere Bindung an den Lieferant. Dann macht man am besten mehrere Rahmenverträge mit mehreren gleichzeitig, einen Zuschlag, und lässt die dann hinten wieder antreten, gegeneinander, aber nur die. Was ist der Vorteil? Der Vorteil dieser Methode, man nennt das hinten, wenn sie gegeneinander antreten, einen sogenannten Mini-Tender. Der Vorteil dieser Methode ist, Sie haben eigentlich länger, Sie können einigermaßen längerfristige Partnerschaften eingehen, transparent und gemäß Rechtsvorgabe. Und Sie können dennoch einen minimalen Wettbewerb hinten gewährleisten, bei jedem Abruf zu seinen Konditionen. Das ist die Technologiepartnerschaft. Schließlich noch etwas, das immer wieder wichtig ist. Die Beschaffungsstellen sagen, wir haben etwas gekauft. Das ist eine Investition. Und jetzt wollen wir unsere Investitionen auch schützen. Einem der Mitveranstalter wird es jetzt wehtun in den Ohren, aber wenn wir einmal Microsoft gekauft haben, dann würden wir gerne bei Microsoft bleiben. Also ein gewisser Investitionsschutz. Oder wenn wir ein Produkt gekauft haben, dann möchten wir gerne dieses Produkt weiterhin behalten, weil das Rausgehen kostet allenfalls viel, viel mehr. Aber wie gesagt, das Beschaffungsrecht geht eigentlich davon aus, dass man technologieneutral jedes Mal wieder den Markt öffnet. Dann hatten wir diesen Microsoft-Fall, kam knapp davon und haben uns gefragt, was wollen wir in Zukunft besser machen. Geht das überhaupt? Was machen wir? Das ist wieder eine Frage der Partnerschaft hinten, aber auch der Finanzierung. Bis anhin hatten wir eben, wie gesagt, diese Möglichkeit einfach Freihänder zu machen und sagen, dem, der das bisher gemacht hat, der muss das weitermachen, weil nur so ist die Wirtschaftlichkeit gewährleistet. 22 Millionen freihändig, zack. Ja, das ist nicht unbedingt wirklich lustig und ist auch nicht wirklich ideal, auch nicht in unserem Sinn. Also haben wir gesagt, wir wollen eine Ausschreibung machen, wir wollen eine öffentliche Ausschreibung machen, Transparenz herstellen, nur das Produkt wollen wir vorgeben. Also haben wir ein Produktvorgabe gemacht, aber haben einen sogenannten Intrabrand-Wettbewerb veranstaltet. Das heißt, wir geben das Produkt vor, sagen aber den Wiederverkäufern, tretet an. Jetzt war, als wir das erste Mal gemacht haben, haben wir gesagt, funktioniert das? Oder lohnt sich das auch finanziell? Und das hat funktioniert. Wir haben in einem konkreten Fall auch wieder bei, aus dem Microsoft hinaus ist der geflossen, haben wir zwischen 3 und 5% der Konditionen, also der Preiskonditionen, gewonnen durch diesen Intrabrand-Wettbewerb. Also Ausschreibung, einfach mit Produktvorgabe, aber sicherstellen, dass ein minimaler Wettbewerb bleibt unter den Wiederverkäufen. Also es hat Vorteile, der Investitionsschutz kann gewahrt werden, ein Mindestwettbewerb bleibt, hat aber auch Nachteile, nämlich was passiert, wenn der Hersteller nicht mitmacht. Was passiert, wenn der sagt, nein, ihr habt mein Produkt schon drin, ich gebe das weiter und mir ist eigentlich egal.
In der Regel wird er ja sagen, weil er will vor allem sein Produkt verkaufen. Und ob jetzt das der eine Wiederverkäufer oder der andere Wiederverkäufer verkauft, ist ihm egal. Hauptsache sein Produkt. Den Fall hatten wir jetzt auch schon mal und dann muss man dann anfangen zu sagen, schau lieber Mann oder liebe Dame, wenn ihr das nicht wollt, dann müssen wir wirklich produktneutral wieder neu ausschreiben. Oder man macht alles optional und sagt, wenn es dann uns nicht gefällt, was du uns anbietest, dann sind wir wieder raus. Das ist so ein Überblick über, was im Moment auf Seiten der öffentlichen Hand läuft. Sie sehen, wir haben für jede einzelne Phase des Verfahrens versucht, man innovative Konzepte reinzubringen. Und erlauben Sie mir noch zwei, drei Schlussworte hierzu. Bei der öffentlichen Hand haben wir das Beschaffungsrecht, das für uns gilt, und das ist auch gut so. Weil es verfolgt Ziele wie Gleichbehandlung, Transparenz und Wettbewerb. Aber ich glaube, die Gesetzgeber, der Gesetzgeber und auch die Richter müssen anerkennen, dass in der Beschaffung, vor allem in der IT-Beschaffung, wir sprechen nicht von 0815 Baubeschaffung, sondern in der IT-Beschaffung, dass das ein anderes Umfeld ist. Und dass wir diese agilen Möglichkeiten haben müssen, sonst können wir keine guten Projekte umsetzen. Und was auffällt in diesen Ansätzen, wenn man versucht, das übergreifend anzuschauen, was ist Besonderes dran? Dann würde ich mal sagen, es geht weg vom klassischen Ansatz, dass man zu Beginn sagt, wie, mit wem, sondern man macht eigentlich eher und sagt, ja, was, mit wem und das Wie schiebt man nach hinten. Also die Lösungssuche, wie es dann konkret umgesetzt wird, das wird in die hintere Phase nach hinten sein, die ist über einen Dialog, über Sprints, über andere Möglichkeiten nach hinten verschoben. Und das ist vielleicht ein Megatrend, den man hier erkennen kann. Und ich bin ganz sicher, dass dann noch neue Möglichkeiten kommen werden. Meinem Bauch geht es langsam besser, aber meinem Nachfolger nicht. Und das Wie und das Wann wird er Ihnen jetzt genauer erklären. Merci beaucoup.